Willkommen zurück zu Kingdom Comes Deliverance und wir sind jetzt auf dem Marsch. Was ist hier, Heinrich? Hi, was geht? wir sind jetzt auf dem Marsch zum Jarek, hieß er, oder? Oder Varjek, oder hier, Vanjek hieß er. Genau, Kampf üben. Hast du dich von der Verletzung gestern erholt? Ja, es ist nichts. Aber meine Mutter bemerkte sie und hatte ein Wörtchen dazu zu sagen. Keine Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich für Schwerter zu interessieren. Wo Waffen sind, ist auch der Tod. Aber die Frage ist, was willst du? Nicht ewig in diesem Loch dahin siechen. Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht hierher. Ich will die Welt sehen, aber das ist gefährlich. Also muss ich wissen, wie man sich verteidigt. Gesprochen wie ein Mann. Und heute ist deine letzte Gelegenheit, da ich fort muss. Also, bereit loszulegen? Klar. Klar. Also gut, ich warte wie immer beim Schafpferch. Okay, wo ist der Schafpferch? Müssen wir jetzt warten, bis er da hochgelatscht ist, ne? Hübsche Ponys. So. Da unten war der Kackewerfer. Ah, da oben. Guck mal, da gehen wir jetzt mal kurz hin. Bäh! 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 So, das ist der Kampfplatz, okay. Na, dann warten wir mal. Jetzt habe ich... Jetzt passt mal auf. Guckt mal. Ich habe jetzt gerade was gesehen. Und zwar das hier. Ich glaube, wir können die leveln, ne? Hauptstufe. Es wäre halt schon schön, ne? Info, wartet mal. Ah, guckt mal hier. Deine Stufe hängt von deinen Werten und deinen Fortschritt im Spiel ab. Es könnte sich als nützlich erweisen, deinen Charakter mit dem deiner Freunde zu vergleichen. Alle zwei Stufenerhöhungen kannst du eine Spezialisierung auswählen, die deinem Charakter in einem Bereich etwas geschickter macht. Fortschritt 48, Stufe 2. Ah, okay, da können wir es ausklappen, ne? Asket? Du bekommst 30% länger ohne... Ah, du kommst 30%... Okay, also wir haben nicht so schnell Hunger. Okay, ich verstehe. Dann was ist jetzt Agilität? Agilität bezeichnet die Schnelligkeit, Gewandtheit und Wendigkeit deines Charakters. Mit höherer Agilität bewegt er sich nicht nur schneller, sondern kann auch Angreifen besser ausweichen. Ausgereiftere Waffen... wie beispielsweise Säbel, gekonter führen und besser mit Bogen umgehen. Mein Deutsch heute, ne? Im Gegenzug erhöht sich die Agilität durchs Bogenschießen. Du erhältst Agilitätsspezialisierungspunkte bei jeder vierten Stufenerhöhung. Und das ist jetzt mit dem Umgang mit dem Schwert, okay. Also ich glaube, ich würde wirklich auf Agilität gehen, ne? Agilität. Und da müssen wir dann mal gucken, ne? Was da so abgeht. Okay, werden wir dann alles sehen. Achso, das Spiel pausiert dann, okay. Sehr schön. Also ich glaube, wir werden ihn so einen kleinen Bogen-Typi draus machen, wenn das funktioniert, ne? Ich weiß es ja nicht. Ich hab's aber auch mal... Jetzt gucken wir mal. Also, reden wir mit ihm. Na, kann's losgehen? Na klar. Yep. Sag ich doch. Gut. Und da heute unser letzter Tag ist, wirst du mir alles zeigen, was ich dir beigebracht habe. Okay. So. Gut. Beginnen wir mit den Grundlagen. Bleib in Bewegung. Dein Leben hängt davon ab. Okay. Im Kampf wird dein Gegner dich fixieren. Du kannst den Gegner A oder D umkreisen. Du kannst die Fixierung jetzt lösen. Gut. Versuch jetzt, mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Halbherzigkeit bringt dir nichts. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Unberechenbarkeit ist der Schlüssel. Wiederhole dich nie. Also, ne, das haben wir ja vorhin schon gehabt. Gut. Genau. Genau so. Sehr gut. Genau. Das spitze Ende ist zum Stechen. Versuch es mal. Okay. Schwere Angriffe. Gut. Okay.
Gut. Gut. Okay. Nochmal. Gut, sehr gut. Probieren wir etwas anderes. Einen Schlag abzuwehren ist ein Kinderspiel. Viel schwieriger ist es, eine Kette von Angriffen zu parieren. Sobald du einen Treffer landest, hol gleich zum nächsten Schlag aus. Genau so. Gut. Okay, okay. Also ihr seht schon, ist nicht so einfach. Also, da wo ich mit der Maus hingehe, so schlagen wir dann halt auch, ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin müde und durstig. Aber vergiss nicht. Dies schaffe. Arbeite hart an dir. Okay. Niemand wird über Nacht zum Schwertmeister. Du musst üben und üben. Das Wichtigste ist aber, das einzusetzen, was du in echten Kämpfen gelernt hast. Nichts bringt mehr als Erfahrung. Glaube mir. Okay. Also, dann haben wir das doch schon. Sehr schön. Okay, dann gehen wir zurück zum Vater. So. Okay. Dann mal hoch. Es wird schon dunkel hier irgendwie, ne? Gefühlt. Oder ich meine das nur so. Naja, egal. Dann gehen wir mal da hoch jetzt. Geben wir mal dem Vater alles ab, was wir jetzt holen mussten. Waren ja so ein, zwei Sachen. Wo ist denn eigentlich der Schleifstein? Der ist hier vorne. Was machen wir denn hier? Ah, hier können wir dann praktisch unsere Waffen... Ah, das ist ja geil. Das heißt, wir müssen unsere Waffen auch schleifen und alles. Okay, ich verstehe. Aber ich werde trotzdem, glaube ich, auf den Bogen gehen. Also hoffe ich, dass das alles so funktioniert, wie wir es haben möchten. Was hast du in Kuttenburg gemacht? Was hast du eigentlich in Kuttenberg gemacht? Ah, alles Mögliche. Dort musste man überall mit anpacken, wenn man seinen Lebensunterhalt verdienen wollte. Aber ich war dem Eisen nie fern. Ich würde Kuttenberg gerne einmal sehen. Ich nehme dich einmal mit, keine Sorge. Es ist eine schöne Stadt. Aber irgendwann wird einem klar, dass der beste Ort hier ist, an der Sasau. Wir haben gütige Adelige und fruchtbaren Boden. Und kennst du Herrn Ratzig gut? Ja, wir kennen uns schon sehr lange. Okay, hier sind die Sachen. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Na klar. Ja, Kohle, die Parierstange und Bier. Wir können anfangen. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Hast du mit dem Bier eine Weltreise gemacht? Es ist so schal und warm wie Pferdepisse. Toll. Geh und hol ein neues. Und das zahlst du selbst. Dummheit kostet. Na, klasse. Okay, dann gehen wir mal nochmal. Wow. Echt klasse. Der Vater ist ja echt nett. Na, dann gehen wir eben nochmal zu Bianca. So, aber was auch geil ist... Gott mit dir sein, Heinrich. Danke. Und zwar das, was wir machen, das leveln wir auch. Das finde ich geil. Finde ich immer super gut. Sowas finde ich echt gut. Also, nochmal zu ihr. Heinrich, ich bin froh, dich zu sehen. Bin wieder da. Das sehe ich. Was gibt's? Ich brauche noch ein Bier. Das andere war Vater nicht kalt genug. Soll ich es dir holen? Jawohl. Und ein Lächeln von dir. Lebe wohl. Was? Wie lebe wohl? Bitte. Ah. Danke. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Ausgeschlossen. Hier. Okay. Kannst kaum... Ja, war das gleiche nochmal, was wir schon mal gehört haben. Okay. Dann gehen wir mal jetzt. Schöner großer Markt. Ah, hallo Mutter. Dann probieren wir es nochmal. Vielleicht ist dem Herr jetzt ist es angenehmer, wenn wir jetzt ein besseres Bier dabei haben. Wehe, wenn nicht. Ja. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Ja.
Ja, Kohle, die Parierstange und Bier. Wir können anfangen. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Gut gemacht. Wow. Alles klar. Dann lass mal sehen, was der Meister in Sasau da für uns gemacht hat. Sieh dir das mal an, Junge. Das ist echte Handwerkskunst. Was bedeutet diese Gravur? Wenn ich das wüsste. Könnte Latein sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Herr Ratz, ich wollte es so. Ja, das wird das schönste Schwert meiner gesamten Schmiedjahre. Hast du die Holzkohle? Gut, heize die Esse an und dann setzen wir alles zusammen. Ach, übrigens, mir hat jemand einen Besuch abgestattet. Und ich vermute, du weißt ganz genau, warum. Nein, weiß ich nicht. Wirklich? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass du und deine Freunde Dung auf das frisch gesäuberte Haus des Deutschen geworfen habt. Er war vorhin mit dem Büttel hier. Und das war kein Freundschaftsbesuch. Was ist denn in dich gefahren? Dieser Deutsche hat Unfug über Sigismund und den König rum erzählt. Er hat bekommen, was er verdient hat. Bekommen, was er verdient hat, ja? Du wirst diese Sauerei beseitigen, hörst du? Und dich bei ihm entschuldigen. Ich muss hier ein Geschäft führen und der Deutsche zahlt verdammt gut. Dass du so einen Mist baust, hilft mir nicht wirklich weiter und dem König am wenigsten. Verstehst du? Ja, klar. Sag's mir ins Gesicht. Hast du verstanden? Ja, verstanden. Gut. Dann werden wir so ein Gespräch nie wieder führen. Also hältst du es für richtig, unseren König in den Dreck zu ziehen? Und so machte sich der Junge zum Narren und zeigte, dass er seine Lektion wohl immer noch nicht gelernt hatte. Der Deutsche redet also Unfug. Na und? Willst du deshalb zu einem Verbrecher werden? Du magst einen Kampf vielleicht mit Gewalt gewinnen, aber niemals einen Streit. Merk dir eins. Wenn du jemanden überzeugen willst, dann nur mit Worten, nicht mit Fäusten. Wo er recht hat. Der Ofen ist soweit. Gut, dann machen wir den Griff. Ich bringe es zum Glühen und wenn ich es rausnehme, setzt du den Griff so auf, dass er passt. Aber das kennst du ja alles schon. Dann mal los. Gut, einmal noch. Das war's. Fertig. Schleif ihn ab, bis er gut in der Hand liegt. Ich bereite die Parierstange vor. Vater, wieso hast du Prag verlassen? Ich habe noch nie von einem Meisterschmied gehört, der in einem kleinen Kaff Hufeisen herstellt. Ich hatte meine Gründe. Und hier habe ich deine Mutter und dich. Warum sollte ich woanders hin wollen? Erinnerst du dich noch an König Karl? Natürlich. Ein gutes Leben während seiner Herrschaft. Besser als jetzt? Er errichtete halb Prag und jede Menge Burgen, baute eine Brücke über die Moldau und gründete eine Universität. Und das alles ganz ohne Krieg. Er wusste, wie man regiert. Besser als Wenzel, ja? Ja, bei weitem besser. Aber Wenzel, er hat es nicht leicht. Es ist schwer, in die Fußstapfen von jemandem zu treten, der vielleicht alle 1000 Jahre nur einmal geboren wird. Und was ist mit Sigismund? Denkst du, Karl wäre wie Sigismund mit einer Armee in sein eigenes Land eingefallen? Nein. Wenzel mag seinem Vater nicht ebenbürtig sein, aber Sigismund, der entehrt die königliche Familie. Wie kommst du voran? Gib mal her. Jetzt setzen wir alles zusammen.
Da brauchst du fast nicht reden, ne? Ist wie ein Kinofilm. So schön. Es ist wundervoll. In der Tat, das ist es. Gott segne euch. Mein Vater schickt mich wegen der Nägel. Guten Tag, Theresa. Sie liegen bereit. Würdest du sie bitte holen, Heinrich? Sie liegen in der Truhe in der Stube. In der Stube? Okay. Heinrich, geht's dir gut? Na klar, geht's mir gut. Mhm. Die will doch nur flirten. Okay. Aber es ist so schön. Also, es ist fast wie ein Kinofilm, also ganz ehrlich. In der Stube. Das ist nicht die Stube. Das ist hier. So. Oh. Ringelblumenaufguss. Regeneriert eine Minute lang 30 Lebenspunkte. Im Verband. Nehmen wir alles mit. Warum sollten wir das hier lesen? Das passt doch. Ich glaube, ich nehme auch noch was zu essen mit. Alles nehmen. So, jetzt passt mal auf. Wir haben ja vorhin diese Äpfel hier noch genommen. Na, guckt mal da. Da haben wir einen Apfel, da haben wir wenigstens etwas. Und das nehmen wir auch mit. So, was haben wir hier? Haben wir auch noch ein paar Äpfel? Ah, okay, das ist Schloss Knacken. Ich würde mich einfach mal probieren, ne? In Schlösser knacken. Keine Ahnung. Hilfe. Ach du Heilige, zum Schlossknacken brauchst du einen Dietrich und du solltest auch Ersatz haben. Da Dietriche sich abnutzen und sogar zerbrechen können. Mhm. Ob du dich im Idealpunkt näherst, verrät dir die Größe des Zeigers. Ah, okay. Okay, wir probieren es jetzt einfach mal. Okay, Schloss drehen. Okay, da passiert nichts. Oh, da. Okay, also wir müssen hier unten hin. Ja, aber... Schloss knacken fehlgeschlagen. So, dann musst du den Dietrich benutzen, D, um den ganzen Schließmechanismus zu drehen. Zeitgleich musst du die Bewegung des Dietrichs mit der Drehung des Mechanismus koordinieren. Also das heißt hier... Ah. Okay, das Schlösserknacken ist ja heftig. Ja, das müssen wir dann mal in Ruhe irgendwann mal ausprobieren. Hi. Wir haben jetzt eh schon alle zwei, glaube ich, verbraucht, oder? Dietriche? Ja. Nee? Doch. Haben wir eigentlich ein Gewicht? Ah, guckt mal hier. 20 Kilo können wir tragen. 78 Kilo können wir tragen. Bist du schwerhörig? Okay. Hier sind die Nägel, die du wolltest. Danke. Und wie geht's Bianca? Gut. Das warum reicht. Fragst du? Geh ach, nur so. Diese verdammten Nägel. Werdet ihr heute Abend zum Reigen gehen? Werden wir. Vielleicht sehen wir uns dort. Wie auch immer, ich will dich nicht aufhalten. Das Schwert ist wirklich schön. Ha, die Kleine will was von einem.
Ein feines Mädel. Hör auf, sie anzuglotzen. Sieh dir lieber das an. Es ist Zeit für die Feuerprobe. Gucken, ob es scharf ist. Bisschen. Wir haben ganze Arbeit geleistet. Wie nicht anders zu erwarten von solch einem renommierten Schwertschmied. Diese Tage liegen hinter mir, Herr. Doch dein Geschick ist dir geblieben. Möchtest du es mal schwingen? Herr, was nützt einem normalen Bürger ein Lass Schwert? Es ihn versuchen. Ja, wir können das. Du hast noch viel zu lernen. Frag deinen Vater, ob er es dir beibringt. Er weiß, wie es geht. Sein Handwerk zu erlernen wird ihm wesentlich mehr nützen. Herr, möglich. Aber wer weiß schon, was die Zukunft noch so alles für uns bereithält. Wie ich sehe, ist es beinahe fertig. Ich muss es nur noch polieren, dann wird Heinrich es dir bringen. Exzellent. Ausgezeichnete Arbeit. Wirklich schön. Ein Schwert wie dieses wird seinem Träger wahrlich Ehre bescheren, Herr Istvan. In der Tat, Herr Ratzig. Hätte ich so eines in Nikopolis gehabt, wären die Dinge vielleicht anders verlaufen. Es ist wirklich seltsam, einen derart fähigen Schmied an so einem Ort anzutreffen. Ein Mann mit seinen Fähigkeiten könnte ohne Probleme in Prag oder Wien sein Geld verdienen. Das stimmt. Aber das ist eine lange und sonderbare Geschichte. Ich würde sie mir sehr gerne bei einem Kelch Wein anhören, aber die Pflicht ruft. Und ich muss leider weiterziehen. Bitte sehr. Lerne von deinem Vater. Er ist wahrlich ein Meister seines Fachs. Gewiss kreuzen sich unsere Wege erneut. Da bin ich mir sicher. Sobald es fertig ist, soll dein Sohn es zu mir bringen. Gute Arbeit, Martin. Herr. Es war mir eine Ehre, Herr Istvan. Mögest du sicher nach Sasau gelangen. Die Ehre ist ganz meinerseits, Herr Ratzig. Danke für die Gastfreundschaft. Eine lange und seltsame Geschichte? Seither ist viel Zeit vergangen. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, aber heute noch nicht. Bringst du mir bei, es zu führen, wie Herr Ratzig sagte? Wieso? Naja, könnte nützlich sein. Vielleicht bereise ich die Welt, bevor ich sesshaft werde. Ich würde gern mehr sehen als nur die Schmiede und die Schenke. Weißt du, was der Haken am Abenteuerleben ist? Es könnte vorbei sein, bevor es anfängt. Ich kann dir zeigen, wie man ein Schwert führt. Das hilft dir aber nicht, wenn dir jemand einen Pfeil in die Brust jagt, sobald du einen Fuß vor die Tür setzt. Klingt so, als sprichst du aus Erfahrung. In meinem Alter hat man viel erlebt. Schmied ist vielleicht nicht der glorreichste Beruf, aber er hat auch seine Vorteile, wie zum Beispiel seinen Kopf behalten. Ich möchte mein Leben in Skalitz beenden, dort, unter dem Lindenbaum, an der Seite deiner Mutter. Ja, ich auch, eines Tages. Aber zuerst will ich die Welt sehen, möchte neue Menschen treffen. Treffen oder vermöbeln? Treffen. Musst du jetzt darauf herumreiten? Dann gibt es keinen Grund für dich kämpfen zu lernen. Ja! Oh, was ist da los? Ein Bote. Er war ganz schön in Eile. Ist was passiert? So ein bisschen. Ein kleines bisschen. Ui. Das ist doch nur ein kleines Kackdorf. Was kommt denn da alles an? Hör mir gut zu.
Nimm das Schwert, geh ins Haus und hol alles Wichtige aus der Truhe und dann lauf zur Burg. Beeil dich. Was ist mit dir? Deine Mutter ist noch im Dorf. Ich werde sie holen und dann kommen wir sofort nach. Ich komme mit. Nein, du tust, was ich sage. Keine Widerrede. Gib Herrn Ratzig das Schwert. Er kümmert sich um dich, falls uns was zustößt. Er steht in meiner Schuld. Das haben wir schon mitgenommen. Oh mein Gott. Schneller! Wir müssen das Tor schließen! Macht schon! Wir schließen das Tor! Bewegt euch! Los, Leute! Kommt schon! Kommt schon! Und schneidet die Zeit davon! Heinrich, Gott sei Dank! Mach, dass du reinkommst. Wir müssen die Tore schließen. Bewegt euch, Leute! Na los! Pass für mich darauf auf. Bist du wahnsinnig? Du kannst nicht zurückgehen! Immer diese Jugend. Scheiße. Boah. Okay. Schließe die erste Quest ab. Und da machen wir ganz kurz Pause, weil... Oh Gott. Ich habe Gänsehaut. Muss ich euch ehrlich sagen. Was ein paar Dreckspitze. Boah. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das ist jetzt ein kleiner Hardcut. Mal gucken, ob wir entkommen werden. Bis dahin. Tschö mit Ö.